So, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Altes Live. Wieder mal als Titel, mal wieder mit dem Tino. Hi Leute, grüßt euch. Ja, jetzt hast du die Titel und noch ein paar anderen netten Gästen. Hi. Hi. Und ja, den Arktik dürfen wir nicht vergessen. Ja, und den Arktik, der Arktik, die arme Sau, der hat er jetzt eingesperrt und den befreien wir jetzt, oder beziehungsweise wir versuchen es zu befreien und dann überfallen wir noch ganz chillig nebenbei die Bank und jagen Kavallande. Patrick, wo bist du hin? Genau, rechts, also viel Action. Rechts von mir, okay. Viel Action. Wir haben heute sehr viele verschiedene Dialekte dabei und wir haben wohl Österreicher dabei. Jungs, ich hab Patrick und Sören in dem alleinstehenden Tower im Blick. Ich hab auch in Visier. Also sagt einfach, wenn ihr alle bereit seid, dann tun wir mit dem Heli ablenken. Jo, ja, stimmt. Übersicht ist bereit. Warte, wir sind noch nicht bereit. Noch nicht auf Pose. Dann ich hab gesagt Übersicht. Also du schießt nicht, Daniel. Nee. Okay. Ah, die hocken geduckt hinter der. In dem einen. In dem alleinstehenden Tower. Ja, da sind ich zwei Köpfe. Ich sehe zwei Köpfe, keine Sorge. Sören und Patrick sind da, ja. Nur Sören und Patrick? Nur so, also ich habe jetzt nur Sören und Patrick gesehen. Ja, ja. Auf der gegenüberliegenden Seite von dem Turm aus links gesehen. In diesem Turm sitzen ebenfalls zwei Leute. Also sind schon mal vier Cops. Vier Cops, ja. Okay. Aber die verstecken sich aber besser, zumindest kann ich die spotten. Nee, im Überfliegen habe ich sie gesehen. Davon ist Arctic. Also Sören kann ich sogar hier vom Heli aus spotten. Oh ja. Ich hab von den zwei Kilometern den linken im Visier. 1,6 Kilometer weg. Ja, ich glaube. Ah, ich sehe euch. Warte mal. So, ich salutiere mal, ne? So, wer ist jetzt gekommen? Ja. Wir haben keine Talkbar. Ja, kannst ja gerne mal Talkbar geben, oder? Kannst ja mal so. Genau. Mal sprechen? Ja. Bist aber in der Aufnahme. Ja. Servus. Okay, ich habe jetzt den rechten und den hinteren, wo Patrick ist im Visier. Wenn du Patrick ist, habe ich auch einen. Ja, dann einmal Tiefflug, Randy. Können wir, Leute? Nein, warte, ich bin noch nicht in der Brust. Okay. Hat schon jemand den SMS geschickt, dass er aufgeben soll? Ah ja, stimmt, das sollte dann ja kleiner Renner schauen, oder? Warte, ich schreibe. 15 Minuten. Ich sag am besten jemand machen, der Zeit hat. Ja, ich schreibe, ich sitze jetzt Profilo. Beziehungsweise, ja, kannst du ja als Ding schreiben, aber noch nicht abschicken, erst wenn wir dann halt kurz. Wen soll ich schreiben, Sören oder Patrick? Patrick. So, was genau? Sie sollen aus der Deckung kommen und die Waffen ablegen. Gut sichtbar. Sonst werden sie erschossen. Und halt sofort aus der Deckung und Obsala legt eure Waffen ab. Ansonsten werden wir das Feuer eröffnen. Nicht abschicken. Nicht abschicken, ja. Nicht abschicken. Wem schickst du es denn, Patrick? Also ich habe jetzt dahinter geschrieben, nicht abschicken. Nee, war ein Spaß. Patrick, ja. Donko ist dabei. Ah ja, na dann. Der ist im linken Tower. Schönen Gruß, Donko, nichts gegen dich, aber. Du bist ja auch gut, oder? Aber die. Wenn ihr sagt los, fange ich Soll ich noch dazu schreiben, das Gefängnis ist umstellt? Da geht einer zum Heli. Da startet doch einer zum Heli. Die fliegen weg, warte zum Beispiel. Werf mich weg. Mit der Hellcat. Ja, die fliegen ab, die ziehen ab, dann rennen noch mehr zum Heli. Ziehen ab. Ernsthaft? Ganz schnell hier verpissen. Ja. Martin, wir haben Arschloch. Ja, wenn der uns zieht, dann ja. Randy, bist du lebensmüde? Was denn? Das waren 30 Meter. Alter, das geht genau auf uns zu. Ja, da. Genau. Also kann ich die Message, die Textmessage kann ich wohl an Poppes kleben, oder? Die kannst du die erste Videodatei in den Papierkorb schieben. Okay, ich speichere trotzdem mal. Wo seid ihr alle? Ja, dann würde ich sagen, sobald der Heli weggeht, Zugriff, oder? Ja, der fliegt ja jetzt weg. Was macht er denn? Dann auf direktem Wege. Ist der schon weg? Die haben uns so auf dem Radar. Warte mal, die fliegen gerade. Die fliegen gerade Richtung Salzmine so grob. Aber die fliegen uns nicht hinterher, Randy. Nee, die müssen aus dem Radarbereich weg und dann passt das. Er holt ihm schnell So Richtung so, jetzt Zugriff. Diamantenfarben, okay. Patrick, treffen wir uns beim Auto. Okay. Zugriff, die fliegen gerade weiter. Ja, 2,6 Kilometer haben wir noch, dann passt das. Ja, und die fliegen gerade weiter.
Jetzt haben sie angehalten. John? Ne, die sind aus dem Dings raus. Meldest du mich? Genau, was macht ihr? Wir haben gerade einen Gefangenen befreit, machen gleich Bank auf. Ah, okay. Ich dachte, wir haben angefangen. Ich wollte jetzt nicht da reinquatschen. So. Kann gut schmecken lassen erstmal. Ja, okay, danke. Okay, hier ist das Gefängnis und da sitzt da lieber Arktik. Warte. Wow, 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 wow. Wie viele Minuten hättest du noch trinken? 11 Minuten. Hat sich gelohnt. 11 Minuten Restzeit. Ja, das lohnt sich. So. Ich muss jetzt ein bisschen konzentrieren, weil das hier nicht. Weil das hier nicht ist. Guck mal, da kommt noch ein Heli. Wer ist das? Ja, der gehört zu uns, hat einen Hexagon drauf. Okay. Also, du kannst mich lieber mal beim Rebellenshop abholen. Dann rein mit dir, Arktik. Ist der Heli offen? Ja, ich kann mich da abholen. So. Okay, los. Go, go. So, dann sollen wir noch jemand einsammeln wegen Bank? Oder sitzt der jetzt alle in dem Heli? Ne, ich sitze noch im. Da sind noch zwei. Vom Rebellenauto fast. Ja, ich fahre noch Auto. Dann sag mal Bescheid. Ja, könnt ihr dann sagen, wo unser Auto steht? Wir haben vergessen, wo unser Auto steht. Ja, wenn nicht, wir nehmen euch mit dem Heli mit. Ne, wir fahren mit dem Auto. Wir müssen ja draußen wieder scouten, wo die Schaffels sind. Na, wir können euch doch absetzen, oder? Ja, dann müssen wir jetzt noch ein Auto kaufen. Ah, ich hab gefunden. Ich denke, da vorne ist ein Geländewagen. Ja, da hinten steht das. Geht mir weg mit dem Heli. Hier rüstet man den neuen aus, ich geh John abholen. Der neue ist. Ja, der neue ist im Endeffekt schon ausgerüstet. Alles im Rucksack. Bis auf Klamotten! Alter! Bumm! Ja, Klamotten habe ich ja noch an, ich brauche nur Waffen. Ja, Waffen habe ich einstecken für dich. Wunderbar. Gefängnis, Stadtbank. Wurde mein Mohawk gepoundet? Der müsste ja, die dürfen den ja nicht stehen lassen. Sag, kriegen die eigentlich eine Meldung, wenn wir ihn befreit haben? Grade? Natürlich. Ja. Dann sollten wir uns jetzt hier verpissen, oder? Na logisch. Na dann mach. Da müsste jemand mal im Teamspeak gucken, ob Streife 3 da drin ist. Ich kann nicht raus. Kann jemand von euch ein Hemmet und platzieren, dass der Weg versperrt ist? Ja, warte, ich kann ihn gucken, kein Problem. Boah, ein Hemmet, Alter, willst du die Kohle dafür ausgehen, weil da Quatsch. Oder ich opfer von mir so meine Rohrkarte, das ist Streife relativ 3, egal. Andi, Hamster, Sau und Tenner. Total asozial, die Quatsch. Wie bitte? Streife 3, Andi, Hamster, Sau und Tenner. Ja. Ich stell Mohawk quer dahin. So, wir sind jetzt gleich bei der Staatsbank. Ich sehe schon noch ein Fahrzeug an. Ja, Moment, der muss gut abholen. Oh! Der wird gerade Suicide-Sheet geschieden. So. Wie lange braucht ihr noch bis zur Staatsbank? Ja. Ja, weiß nicht, wer jetzt halt noch. Ja. Wenn ich noch Mohawk holen soll, ein bisschen länger. Und nee, nee, du musst ja abholen von Daniel. Ja, mit Mohawk oder mit Hummingbird. Das Hummingbird ist abgeholt. Genau, weil der Mohawk ist mehr gepanzert, deswegen. Yes. Müsst ihr wissen. Nee, wir setzen mal auf die Kategorie hier. Nein, nicht. Wieso? Wenn man gar nicht durchkommt, Gold. Wo ist ein Fahrzeug? Man kann durchfahren. Unter uns, was genau. Oder geht das mit dem nicht? Laut Radar rechts von uns. Panzer geht. Kannst durchfahren. Kannst mit einer das durchfahren. Ist ein bisschen langsamer, was geht. Das hier unten muss ein Fahrzeug sein, siehst du das? Ich sehe kein Fahrzeug. Ich habe auch kein Fahrzeug gesehen. Aber auf jeden Fall scheiße. Ja, da ist es. So, dann esse ich mal schon mal, bis ihr da seid. Ich fahre mal kurz der Autohufe rein. Ah, die sind mir die Frühlingsrollen. Ich könnte mich reinlegen. Das sind zwei Fahrzeuge insgesamt. Ja. Wer ist da hinten? Jamie. Und John Kay. Na, wir sind kein hohes Fahrrad. Ja. Und Tino, wie ist die Aussicht aus dem Fenster? Ja, nicht schlecht, ne? Gelände war. Ja, ich hab mal wieder rein. Das ist ein Heli. Gelände war. Ist die Trick? Box ist doch. Ja. Die waren einfach auf der Autobahn aus oben. Nee, das ist gerade Drohnenfeld. Der landet gerade. Alter, der landet bei uns, Patrick. Ja, fahr. Ja, ich bin ja gerade dabei, dass ich wegfahre oder nicht. Der wird euch bestimmt überfallen, weil er denkt, ihr habt Drohnen gemacht. Ja. Solltest du aber weiter links fahren, bleib einfach quer übers Feld, bitte. Sag ihn einfach, ich hab keine Drohne. Schreibt einen an, schönen Gruß von Urlaub mit Aufnahmen stellen.
Er verfolgt uns gar. Halten die sich bestimmt dran. Ja gut, ich kann ja. Wo fliegst du hin, Renny? Nein, halt doch einfach an. Warte mal. Handy, wer verfolgt euch Trix? Nee, ja. Die nehmen uns die Waffen doch auch ab. Ja, dann holst du Trix, halt. Der Trix. Warte mal auf. Na. So, du schreibst den gerade an, ja? Ja. Gut. Oh, Muchachos, wir wollen Geld aus der Bank. Die Frage ist nur wann. Bist du das mit dem Handy? Ja. Da ich beim nächsten Mal auch wieder die Kaution bezahlen kann. Geht der gerade ab? So, weil dass ich, hier stehen bei mir auch zwei Helis. Nee. Ja. Ja, schnappt euch so ein Heli. Doch, der verfolgt uns nicht mit der Heli. Ernsthaft jetzt? Nur weil du geschrieben hast, wir sind in der Aufnahme, nicht mehr? Ja. Könnte sein. Was hast du mit dem für einen Deal? Ja, Udin, also Hans-Martin Peter, der wohnt nur ein paar Kilometer von meinen Dings entfernt. Deswegen, kann man da ja mal ein bisschen sympathisieren. Also wenn ich von RR ja nicht alles gutheißen muss, ne, aber wenn man mit den Leuten redet, kommt ja, sind sie ordentlich. Kannst ja nicht sagen, dass das Ausschlüsse sind. Nee, das stimmt allerdings. Ja. Selbst Badtime war ordentlich, war auf die Peter. Ja. Wo fährst du denn Kiemann? Keine Ahnung, ich hab gesagt, du hast keinen Weg am Zeit. Ja, Lupus, ich fahr nach Konstanten, ne? Wir haben fast wieder den Kühlrechts. Hab ich das nicht gesagt? Entschuldigung. Aber heute, ihr hörtet man dafür gleich, wenn sich zwei ist, drei Schäufe regen, wie es anhört. Ja. Und wie der eine Chips mampft. Ach nee, Ignis. Heute keine Chips. So, wie sieht's denn jetzt, wie sieht's aus? Wie lange braucht ihr ungefähr noch zur Bank? Als mach einfach. Ich würde gerne das erste Mal Arktik schnell ausrüsten. Ja. Das gibt's. Das wäre vielleicht eine Idee. Du hast die Links halten, das war die. Ah, ich muss mal sehen, wenn nicht, dann schneide ich das. Ja, ne, wir sind ja eh für die erste Folge gleich durch, von daher, wir rüsten da jetzt so schnell Arktik aus. So, das kann repackt. Ich glaube nicht. Hat im Übrigen, ich schieße jetzt hier mit einer Rahim. Ich will auf Distanz gehen. Jungs. Okay. Brauchen wir ein Repair-Kit? Patrick ist gegen die Mauer gefahren. Okay. Ha! Patrick! Gib dir keinen Kopfschuss, Alter. So mehr? Sorry, Fox, versteh dich nicht, die Heli ist so laut. Fick ja, dich. Wunderbar, hab alles. Visier wäre noch, ne, wäre hilfreich, oder schießt du ohne Visier? Aber ich kann es auch ohne Visier versuchen. Wieso hab ich jetzt kein Visier? Guckt mal in eure Rucksäcke. Hä, ich hab doch ein Visier gekauft, wieso ist meins nicht da? Achso, lass mich raten, dass du die Waffe mit Dings in den Dings geht. Ja, alles klar. Ja. Gut, ohne Visier ist eh besser, da hast du eine bessere Nullstellung. Ena, du weißt doch, Bild auf, Bild ab, oder? Ja. Was? Ja. Wie nochmal? Bild auf, Bild ab, da kannst du doch nullen, auf wie viele Meter du das Ziel entfernt, kannst du da einstellen. Dass die Waffe da halt besser schießt. Noch mega weit entfernt. 200 Meter ist der Standard, oder? Ja, je nachdem. Also für eine Pistole nicht. Nee. So, na gut, liebe Freunde, dann machen wir hier erstmal Schluss. Den Arktik haben wir ja erfolgreich befreit und es geht weiter, wenn dann die anderen Jungs am Start sind, dass wir die Staatsbank überfallen können. Muchachos. Entweder uns holt jetzt jemand ab oder er bringt meinen Report. Ja, wir holen die Leute. Ja, Fox und vorn lassen, das geht nicht. Ja, wir haben es euch angeboten mit dem Hubschrauber. Na gut, dann bis zum nächsten Part. Bis dahin, tschüss. Tschüss.